Hallo und herzlich willkommen zur ersten Herausforderung, die wir heute angehen. Und die ist dieses Mal Gothic gegen Thrall, also gegen Schamane. Das ist sehr, sehr schön. Ich mag die Herausforderung eigentlich sogar noch ein bisschen lieber. Einfach aus dem Grund, ja, man hat ein schönes Deck und es ist immer wieder witzig. Also ich erinnere nur gerade an die von letzter Woche mit nur Hunden. Okay, was nehmen wir? Ja, die beiden Eier können wir behalten eigentlich, aber er ist noch ein bisschen zu früh, der kann nachher gern kommen. Und ich hoffe, okay. Dann müssen wir schneller dafür sorgen, dass unsere Eier halt eben seine Gegner angreifen. Und ja, ihr erinnert euch ja noch an den Kampf vorher gegen Gothic. Ja, er hat halt die blöde Eigenschaft, man muss seine ganzen Diener erstmal dann, nachdem er sie besiegt hat, hier dann zu Kämpfern machen. Und das kann natürlich sehr, sehr schwierig sein. So, der hat 4 Leben. Und wir kriegen hier 3. Können wir mit der Waffe. Ein Blitzsturm wäre auch zu früh. Deswegen, ja, schauen wir mal, vielleicht kriegt man Windfury. Na, natürlich nicht. Das bringt uns nichts direkt. Ich hoffe, dass er, also wenn er unser Totem stehen lässt, dann könnten, ja, okay. Hat sich schon erledigt. Und er erntet noch. So. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt können wir ihn direkt dafür nutzen. Wir können ihn einfach zu einem Tank machen oder wir stellen ein zweites hin. Dann schauen wir mal, was kommt. Okay, sehr schön. Wir haben einen Tank. Ich komme wieder. Und er ruft einen zweiten von den 3 Vieren. Okay, den kriegen wir weg oder wir hauen alles mit einem Gewittersturm zusammen. Der macht allerdings nur 3 Schaden, 2 bis 3. Hat allerdings, ja, wenn er 3 drauf hat, haben die nur noch 1, aber es ist halt nicht garantiert. Aber der linke ist auf jeden Fall weg und kämpft dann auf unserer Seite. Und wir haben ihn drin und können ihn jetzt hier noch mal drauf haben und haben auch den auf unserer Seite. So, damit ist ein 4-4er bei uns auf dem Board. Okay, wenn wir ihn jetzt zerstören, bekommen wir 2 Schaden oder bekommen alle 2 Schaden. Deswegen sollten wir das Ganze jetzt noch nicht direkt als Tank aufbauen. Der 4-4 gegen den Tank. So. Oder? Ja, sieht gut aus. Komm. Einmal drauf. Dann haben wir den anderen auch bei uns drüben. So. Und jetzt können wir die beiden hier jetzt noch zu Tanks machen. Dadurch können sie einen Schaden machen und ja, sind dadurch natürlich jetzt auch Primärziel für ihn. So, wir bekommen wieder 2 Schaden. Das ist natürlich bei dem Kampf muss man sehr, sehr stark darauf achten, wie viel Schaden reinkommt. Sylvanas könnten wir ihn, aber er müsste. Ja, unsere beiden Tanks halten uns hier noch auf. Bringt uns er was? Oder sterbt. Oder was? Beste Kombination. Und dann vernichten wir ihn direkt, oder? Kann mich ja, nicht beherrschen. Nehmen wir ihn vielleicht rein. Dann kriegen wir nur noch 1 Schaden. Den anderen lassen wir als Tank vielleicht noch stehen. Den würde er ja dann eh in der nächsten Runde weghauen. Spielen wir einen Krabbler oder. Also wenn das Deck voll ist, bekommen wir auch keine neuen Gegner drauf bei uns.
Das heißt, wir können natürlich auch probieren, auf die Taktik spielen, dass wir unser Deck einfach komplett vollhauen. Oder wir räumen hier einfach auf. So, mit zwei Schaden hier rein. Wir haben ja noch einen Tank da liegen. So, ein 4-6er. Okay, den will er offenbar nicht haben, der macht ihm zu viel Schaden. Der auch. Okay, dann können wir die ja quasi jetzt nutzen hier, um den da oben wegzuhauen. Ich hätte einen Totem reinsetzen. Zack, dann macht der hier aus. Schöne 6 Schaden. Ich könnte auch eine Reinkarnation, wenn mir die Karte wichtig wäre. Allerdings ist es jetzt noch nicht. Ja, also so wichtig ist die jetzt. So wichtig ist die jetzt, glaube ich, noch nicht. Das können wir nachher, wenn wir irgendeinen ein Legendary haben. Wir können zum Beispiel mit der Sylvanas können wir eine Kombination spielen, dass wir sagen, wir spielen Sylvanas und vernichten sie selber und holen sie gleich nochmal her. Also das wäre durchaus zum Beispiel eine Kombination, die man auch sehr, sehr schön spielen könnte. Stalag zerquetschen. Wir hauen hier noch Stalag. Rein, der andere Schädel. So, einmal Blutsauger. Okay. Das Totem will er wohl offenbar nicht haben. Zieht sich noch eine Karte. Und ja, wir haben 7 schöne Schaden hier liegen. Spielen wir einen Kane. Noch ein Tank. Ja, das ist okay so. Spielen rein. Die Erdenmutter ist nah. Und dann die kompletten 7 ins Gesicht. So, jetzt haben wir 11 hier liegen, bekommen einen Schaden aktuell. Und er will jetzt offenbar auch mit Tanks arbeiten. In den Kampf. Ja, da hätte er uns jetzt ordentlich Ärger machen können, hätte er seine Schildträgerin für Rühr gespielt. Wir können uns mit dem Frosch auch davor schützen, dass er uns noch mehr schickt. Oder für wir die gehen Ehre. Mit Kane gehen wir direkt auf ihn drauf. Einmal. Ich komme wieder. So, können, ja, wie spielen wir das jetzt am blödesten? Wir haben mit den 7, 4, den schickt man ins Gesicht. Wir müssen jetzt hier so schnell wie möglich aufräumen. Was machen wir noch? Sollen wir irgendeine von denen, wir können einen noch hexen, der macht 2. Oh, okay. Ja, wir bauen da drüben uns einen Doppeltank. Noch ist natürlich beim Windson. Oder hier rein der Sixer. Der Sixer ist natürlich auch schön, um ein bisschen was aufzuhalten. Haben wir dann einen 7er und einen 1-3er. Können den auch mal da drauf jagen. Haben einen weniger. Und entweder Sylvanas oder ihn, aber ich glaube, ich heile einfach die Karte hier hoch. Hat er mir jetzt einfach zerstört? Also, ich dachte, der kommt zurück. Okay, muss ich mir nochmal angucken. Das ist da ein bisschen blöd lief, aber ja, damit können wir leben. Okay, der mittlere Tank geht weg, wenn wir der linke Tank zerstören. Wir haben nur einen mit einem Leben. Den Tank auf der 2. Dann räumen wir mal einfach so ein bisschen auf. Komm. Was soll der Gates? Wir haben hier 7, haben hier 3. Dann sollten wir vielleicht 7 lang und ja, es sollte langen. Einmal
zweimal, dreimal und das Ganze ist erledigt hier. So, das war die Herausforderung von Gothic der Ernte. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder abonniert. Und dann machen wir jetzt noch die zweite Herausforderung und dann geht's schon ab in den heroischen Bereich. Und darauf bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir bekommen die Schamanenkarte. Und ja, bis nachher gleich. Ciao. Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.